möglichst so bei 120 RDA, die sind so gut. Ein harter Job. Doch, doch. Hey, das ist, also Jungs, das ist ein harter Job ohne Lift. Hey. Er ist der King. Ja, er ist der King. Bist du fertig fürs Training? Wir haben hier den schönsten Weg ins Gym. Wir laufen vom Hotel durch den Company's Garden. Schau mal diesen Salat hier an. Kann man direkt mitnehmen und essen. Der ist, glaube ich, noch nicht ganz fertig. Der ist noch recht klein. Das wären ja diese Rotkrautköpfe. Wir waren gestern hier und da waren ganz viele Eichhörnchen hier. Und die haben wir dann gefüttert. Und jetzt hast du extra die Nüsse vom Hotel mitgenommen, ne? Genau. Sag mal. Und da sind sie auch schon. Zwei Stück. Jetzt gucke ich mal, ob das wird. Dort ist noch eins. So heftig, Baby, wie es festhält. Schau mal. Du hast doch noch eins. Du nimmst es noch nächste schon. Hättest du gesehen, hast du noch eins im Mund. Ich weiß gar nicht. So. Jetzt hast du dein Eichhörnchen gehabt. Ja. Sehr schön. Jetzt hast du dein Eichhörnchen gehabt. Jetzt geht ins Training. Ha? Ja, ist gut. Hab ich schon mal so einen fetten Darm gesehen? Nein. Wahnsinn, ha? So schön. Der ist breit. Der ist breit, als breit als der Türsteher. Breit, breit, breit. Hier habt ihr die südafrikanische Nationalbibliothek. Und Bibliotheken waren früher das Zentrum des Wissens. Und Wissen ist Macht. Heute könnt ihr natürlich vieles Wissen auch schon bereits im Internet rausziehen, im Informationsalter. Und das ist geil, das wäre früher nie möglich gewesen. Hättet ihr in die Bibliotheken gehen müssen, in die allerbesten, und dort euer Wissen rausziehen. Da ist eine alte Kapelle. Man hat hier einfach in der Stadt hier so eine halbe Kathedrale. Und was ich auch übelst feiere an Kapstadt ist, dass die Stadt ist nicht flach. Es ist ein bisschen wie San Francisco. Zum Beispiel, ihr seht jetzt hier, geht es berghoch wieder. Das Gym ist gleich hier oben. Und hier gibt es ähnlich wie der Whole Foods einen Markt, der heißt Food Lovers Market. Dort kriegt ihr Buffet, habt ihr schon auch gute vegane Alternativen und richtig guten Health Food. So sieht es aus. Also sind schon deutlich weiter hier als auch bei uns, gell? Ja, auf jeden Fall. Wirklich viel mehr Vegan Options. Das würde man nicht denken, dass sie schon so weiter sind. Was hast du wieder gefunden? Peanut Butter, hä? Oh, ja, die haben gute Sachen hier. Also, man könnte glatt denken, man ist hier in Amerika. Da unten ist der Markt und hier ist auch schon das Gym. Ignite Fitness kann man sich geben. Ist ein sehr cleanes Gym, hat alles, was man braucht. Hi, brother. How's it going? How are you? Glad to see you. Yeah, I'm ready for you guys. You're ready, perfect. You're ready, nice. Das Gym hat einen großen Ausdauerbereich hier. Und hier auch für die Kampfsportler was am Start. Und hier jetzt was für die Pumper. Sag mal so. Schau mal. Sieht man da den Unterschied? Das ist von einem Tag auf dem Limeset. Die Sonne ist stark hier. Mega. We'll be right back.
ich jetzt stemmen. Mit der. See you. Bye, brother. Bye. Bam! Boah! Krass! Heiß! 10 Grad Unterschied! Kennt ihr die hier? Die sind richtig gut, weil wer kennt's? Ihr macht euer Protein hier rein und dann klebt sich alles hier unten fest, dass es einfach nass wird. Darum checkt die ab von GoStack. Könnt ihr eure Plantein-Shakes hier reintun, überall mitnehmen, konsumieren. Bestellen wir ein Uber-Baby, oder? Yeah. Gehen wir essen. Hi. How are you? Perfect. Bye bye. Okay, thank you, man. Ich trainiere im Fall auch Ganzkörper. Das ist geil, ja? Hey. Ich trainiere auch Ganzkörper, weil ich dann einfach meinen ganzen Körper spüre. Und ich brauche auch den Sport hier im Urlaub. Jetzt habe ich 3-mal hintereinander Squats gemacht. Gestern Front Squats, vorgestern Back Squats, heute wieder Back Squats. Und es geht, wenn man halt das Volumen anpasst. Wie gesagt, wenn es Leute gibt, die hier genauere Infos haben wollen, checkt das Muskelpedia ab vom BroZap. Dort habt ihr all das Wissen drin auf einer wissenschaftlichen Basis. Hi, how are you? Perfekt, perfekt. Willkommen back always. Thanks. Und das ist auch ein Grund, weil ich dann den gesamten Körper spüre, Mann. Das ist, viele Leute haben das Körper-Geist-Verhältnis gar nicht mehr richtig drin, oder? Denkst du auch, Beb? Mhm, das ist es, weil sie gie nicht wissen, wie ihr Körper in Extremsituationen funktioniert oder wie es sich anfühlt. Ich denke das. Das sind natürlich nicht die Leute, die hier Krafttraining machen, mehrmals in der Woche. Aber es gibt viele Leute, die haben das Bewusstsein von Körper-Geist verloren. Die spüren ihren Körper gar nicht. Und darum ist Sport so wichtig jetzt. Nicht nur Kraftsport, aber Kraftsport ist natürlich ein ideales Instrument. Das ist unser Lieblingsladen geworden hier, oder? Es hat schon guten Food hier, muss man sagen. Also, ich bestelle mir wieder die Pizza. Ich nehme den Burger, den du gestern hattest. Ja, der Burger war richtig gefeiert, aber mit Fries. Jeden Tag gibt es einen Green Smoothie. Die nicht vergessen. Das Allerwichtigste, weißt du? Hey, nein, so viel nehmen wir nicht mit. Wir sind nur eine Nacht außerhalb hier von Kapstadt. Wir fahren jetzt nach Stellenbosch. Das ist so eine Stunde weit weg. Da gibt es ca. 120 bis 140 ganz krasse Weingute. Und die checken wir mal ab. Mhm. Nice dogs. Wow. Your dog here. Hey. Falsies, huh? Falsies. Da war Jackie dabei. Da ist es, wir sind da, wir sind da. Das ist Paradies. Kannst du deine eigenen Sachen anpflanzen, weißt du so? Hey, so ein Bett. So schön. Schatz, wie willst du einen Riegel? Oh nein, ich will das so sein, ich mag kein Blatt mehr. Die Gläser habe ich schon schön hier rausmontiert. Montiert? Baby, cheers. Cheers. Gut, haben wir was gegessen vorhin. Schmeckt? Mhm. Schmeckt die Weißwein? Ja, der schon. Boah, ist voll fresh. Wenn ich kein Weißwein trinke. It's fresh. Ich bin gar kein großer Weintrinker. Die haben hier ihre eigenen Flaschen hier, also ihren eigenen Wein, logischerweise. Aber ich wusste nicht, dass sie auch Weißwein haben.
Ihr könnt hier noch was lesen über die Familie hier, die dieses Weingut besitzt und diesen Wein macht. Aber ich würde sagen, die haben es schon mal im Griff hier mit diesem Weißwein. Ist auf jeden Fall sehr erfrischend. Hat jemand im Kommentar geschrieben, ganz im Ernst, dass wenn ich mit der Drohne fliege, die Tiere Angst kriegen. Meinst du, die Tiere kriegen Angst vor der Drohne, Schatz? Ist im Ernst? Glaub ich nicht. Ich denke auch nicht. Die sollten Angst. Kann ich mir nicht vorstellen. Die haben Angst vor den Menschen. Die Drohnen nehmen die gar nicht wahr. Aber nicht vor der Drohne. Die Drohne tut den Tieren aber nichts, nur der Mensch. Was ist los? Ich habe die Befürchtung, Baby, du verträgst kein Weißwein und ich muss für dich einen Uber bestellen. Für die 3 Meter hier? Ja, für die 3 Meter bis zum Restaurant. Sagt sie einfach etwas? Nein, lauf mal auf einer Linie. Ich habe jetzt ein Glas getrunken. Genau. Ein Glas. Alles easy. Du betreibst. Ja, genau. Schöne Kurve. Du betreibst. Bam, schaut mal, wir sind im Paradies hier. Es braucht schon noch ein bisschen mehr, bis ich es wirklich merke. Gestern mit dem schokoladigen Rotwein, dort habe ich es ein bisschen wieder mal gespürt. Das merke ich immer daran, wenn ich von da so rüber sehe und das Ganze kommt mir leicht verzögert vor. Kennt ihr das? Nur ganz leicht, ganz leicht. Die Leute fragen mich, wann ich das letzte Mal Alkohol getrunken habe und richtig hacke war. Ich glaube, das war 6-7 Jahre her oder so. Nein, das war 6. Also richtig, richtig breit. Dass ich nicht mehr gewusst habe, wie ich heiße, das ist mir auch schon passiert. Puh, das ist 7-8 Jahre her. Aber das ist auch nicht gut, Mann. Das ist auch nicht gut. Nein. Nee, ist nicht gut. Das soll auch nicht passieren. Niemals sollte das irgendjemand passieren, Leute. Nein. Vor allen Dingen nicht Frauen. Ja, das nicht stimmt. Gut. Völlig peinlich. Ja, das stimmt. Weil Frauen darf das einfach nicht passieren. Ja. Bei den Männern ist okay. 1-2 Mal müsst ihr wissen, was läuft, aber es ist heiß hier. Das ist heiß hier, wir haben noch Jacken mitgenommen hier, weil wir dachten, hier windet das nicht. In Kapstadt ist es nur kalt, wenn es windet, oder? Das ist wirklich, also das ist ein Vorgeschmack auf Tansania, glaube ich, wirklich jetzt für uns so. Denkst du? Ja, denke ich. Das heißt, es ist heiß, also... Ja, du hast recht, Mann, wir werden dort richtig heiß haben. Du hast recht, das ist mir jetzt gerade bewusst geworden. Deswegen die Leinensachen. Die weißen Sachen, die weißen. Nicht Mücken anziehen. Komm, lass essen gehen. Ja. Kannst du so laufen mit diesen Schuhen hier? Einfach etwas. Wow, mit dem See da unten. Das ist eine frische Luft und das riecht auch gut. Das riecht brutal hier. Wow, guck mal, so viele Leute in der Küche. Oh mein Gott. Wow. Nice table, bro. Thank you. Check das mal ab. Ja, wirklich eine gute Aussicht hier. Schön, ne? Gute Aussicht. Baby, ich glaube, ich habe noch nie so was Schönes gesehen. Ja? Ja. Sonnenuntergang und dann noch diese Felder und der See und dann einfach alles. Das ist so Wahnsinn.
Was du? Mach die beide lang. Hast du den drauf gehabt? Ja, ich hab dich drauf. Wir sind hier wie die kleinen Kinder, wieder am irgendwelche Sachen am machen. Ey, ich hab früher Saltos gemacht, ja, auch aus der Schweizer Meisterschaft. Einmal habe ich einen Salto gemacht, an der Wand bin ich so gerannt. Kennt ihr den, wenn ich so an die Wand läuft? Dann bam, und dann den hinter sich Saltos macht. Das konnte ich mal, aber noch habe ich mir einmal fast das Genick gebrochen. Ey. Ich bin so runtergekommen, fast das Genick gebrochen. Seitdem so mache ich nicht mehr so viel Scheiße, Baby. Die sind gut hier, wirklich. Die sind sehr anpassungsfähig und flexibel, denn wir haben jetzt hier Tomaten- und Auberginen-Lasagne. Wirklich richtig gut, mit ein bisschen Tomatensauce. Hier haben wir noch Kichererbsen püriert. Und ich habe Ihnen im Vorhinein geschrieben, dass wir uns pflanzlich ernähren und ob es möglich wäre, halt hier ja, unser pflanzliches Menü auf den Tisch zu zaubern. Und Sie gucken, das Rotwein auch sehr, sehr gut. Das ist mein zweites Glas. Also ich hatte Weißwein und einen kompletten Rotwein. Das sind zwei paar verschiedene Weine. Deine ist ein bisschen fruchtiger, diese hier ist ein bisschen erdiger und ein bisschen stärker. Und ich bin noch gut am Start. Mir hier was Gutes, nicht tierisches, hergezaubert. Hört man das? Das kommt man so laut. Das Wasser fertig. Hey, kann man das essen? Kann man das? Es sieht aus, wie man dieses Salz essen kann. Wie viel ist da jetzt schon drin, Baby? Machen jetzt alles schön hier rein. Okay, jetzt komm. Ich verarsche, wir haben so eine geile Mode hier entdeckt. Die HFR-Mode. Ich habe gar nicht HFR-Mode gemacht. Oh Mann, hast du jetzt, wirklich nicht? Jetzt mache ich HFR-Mode. Was? Oh Schatz! Jetzt noch einen mit Werbung, okay? Noch einen Spruch mit Werbung inkludiert. Okay. Julia will jetzt tatsächlich ein Feuer machen hier. Holz hat's. Aber du weißt, es ist schon sehr warm, gell? Baby, das ist extra eine Feuerschutztür und du hast ein Feuerschutzblech da unten. Wir lassen aber offen. Warum? Nein, mach zu. Das zieht doch ab. Es hat einen Schornstein im Haus. Wir laufen was mit dir. Was? Nein, mach zu. So. Türchen very, zu. Very, very nice. Türchen zu. Feuer brennt. Machen wir ein kleines Experiment. Sie zeigt mir ihre Methode, wie sie Zähne putzt, und ich zeige meine Methode. Jetzt schauen wir mal, welche besser ist. Die Methode einer Zahnärztin oder die von mir? Was ist denn wichtig zu beachten? Komm, ihr Zahnärzte. Pass auf. Ihr sagt uns doch irgendwas, ihr sagt Abzocke. Komm, sag mal ehrlich. Was ist denn wichtig hier? Gibt es ein richtiges System und perfekt Zentrum? Sag mal, wie? Also für Kinder gibt es das System Kai. Das heißt Kai für Kaufläche, außen und innen. Das ist die Kaufläche und außen und innen. Für Erwachsene ist es wichtig, dass man ungefähr im 45-Grad-Winkel ansetzt. So, am Rand. Aha. Zwischen, Sulkus, so nennt sich das, zwischen Zahn und Zahnfleisch. Kleine Rüttelbewegung und abstreichen. Rüttelbewegung und dazu eine weiche Zahnbürste und Zahnpasta mit wenig Putzkörpern.
RDR-Wert möglichst so bei 120. RDA steht hinten drauf, das sagt aus, wie viel Putzkörper in der Zahnpasta drin sind. Ja, das ist, gibt eigentlich... Aha, hier könnt ihr was lernen auf diesem Channel von der Zahnfee. Ich zeige jetzt mal meine Methode. Schau mal, meine Methode fängt unten rechts an. Unten rechts fängt es an. Das ist meine Methode. Ich habe mein eigenes System. Wisst ihr? Ich habe ein eigenes System entwickelt, Leute. Ich bringe jetzt ein Programm raus, wie man Zähne putzt. Ja, Fitness-YouTuber, hey, es kommt dann nachher bei Gronikus. Fitness-YouTuber bringt ein System raus, wie man richtig Zähne putzt. Wäre das mal was, ja? Bei 3000 Daumen nach oben gibt ein System. Guten Morgen, auschecken. Like the bath salt. Was, hä? Did you like the bath salt? Yes, yes. Yeah, excellent. Übrigens, nehmen wir noch als Souvenir mit, gell? Oder? Ja. Gute Erinnerungen da. Gut gerochen. Okay. Hey, schau mal, die Katze, ist so süß. I can open this, so I'll just pick it up to you, so I'll open it for you. Olly. Okay, I'll be right there. Okay, bye-bye. Yeah. Sie schläft, ja? Mhm. So süß. Ich nicht aus der Ruhe bringen. Sieht aus wie ein kleiner Tiger. Sie ist relaxed. Sie hat auch einen Grund dazu. Schau mal, sie chillt hier. No stress. Kaffee. Hier, wir fahren jetzt weiter, noch mehr Richtung Stellenbosch und gehen dort nochmal auf ein anderes Weingut, ein sehr exklusives, fancy Weingut. Also wir haben viel darüber gelesen. Es muss richtig hart sein. Nochmal was ganz anderes als hier. Und der abbricht, ey. So macht ein paar. Nice. Schau mal, in Tansania, wenn wir keinen Krafttrauma haben, trainieren wir einfach so. Und jetzt ein Feldumschwung, komm. Trainieren wir mit Eigengewicht in Tansania. Solange, aber wir sind ja noch 3 Tage hier in Kapstadt, haben wir noch Fitnessstudios. Hey, ich bin schon früher auf Bäume hochgeklettert. Ich liebe Bäume. Weißt du was, Mann? Ich finde, die Menschen sollten mehr Bäume umarmen. So. Küssen. Glaubst du mir das? Viele Menschen haben gar keine Beziehung zu Bäumen. Das gibt's. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich bin mit Bäumen in Wäldern schon als kleines Kind aufgewachsen. Ja, schöne Feder. Wow. Die Menschen verlieren den Bezug zur verdammten Natur und das ist fatal. Ja. Das ist fatal. Das ist so. Bäume bedeuten Leben. Ohne Bäume kein Leben? Ja. We out here. Best. 669 Meter hoch. Hier steht es nochmals.